Bei völliger Überforderung und Hilflosigkeit habe ich so getan, als ob ich alles unter Kontrolle hätte. Und alles schon okay so sei, wie es gerade läuft und wie es ist. Nee, klar, natürlich weiß ich, wo mein Auto ist, natürlich weiß ich, dass es schneit. Alles gar kein Problem. Kennt ihr doch sicherlich auch, oder? So Situationen, in denen wir uns nicht anmerken lassen wollen, dass wir eigentlich keine Ahnung haben. Perfektes Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit und gleichzeitig auch eine unheimliche Angst, auffliegen zu können. Angst, dass die Ohnmacht dann doch auch erkannt werden könnte. Dann versuche ich mir auch einzureden, dass man wer ist. Gerade hat sie gesagt, ich bin auch Akademikerin, ich habe da und da studiert, da haben da nur wenig Frauen genommen. Also ich bin auch was Besonderes, das kann alles gar nicht so schief laufen, wie das jetzt gerade wirkt. Und deswegen stelle ich mich jetzt, rede ich mir auch nochmal ein, dass ich es eigentlich doch auch schon drauf habe. Unheimlich anstrengend, finde ich, hat man auch gerade gemerkt. Also so unter Stress zu sein, sich selbst und der Welt was beweisen zu wollen, sich ohnmächtig zu fühlen, das raubt, glaube ich, ganz schön Energie. Ich habe als Kind auch völlig selbstbewusst alle Fragen brav beantwortet, die mir gestellt wurden, und so getan, als ob das alles völlig okay sei. Mein Sohn, der ist jetzt gerade 3 Jahre alt. Und der hat schon ganz lange drauf, manche Fragen zu beantworten. Noch bevor er überhaupt richtig sprechen konnte, hat er schon einiges auswendig gelernt, worauf er antworten konnte. Wie heißt du? Jakob. Wie alt bist du? 3. Gehst du schon in den Kindergarten? Ja. Das waren so Fragen, die hatte er drauf, ohne dass er, glaube ich, wusste, was die Bedeutung davon ist. Das hat er gelernt, auswendig gelernt, und wusste, was er sagen musste bei gewissen Stichworten. Und mir wurde in dem Alter bereits eine weitere Frage gestellt. Und woher kommst du? Dass Oberhausen nicht reicht als Antwort, das wusste ich in dem Alter bereits. So schon im Kindergarten habe ich also gelernt, irgendwas ist irgendwie anders mit mir. So richtig dazugehören tue ich, glaube ich, irgendwie nicht, weil Oberhausen nicht reicht als Antwort. Nun muss ich sagen, heute Abend habe ich mich auch schon mit einigen Leuten hier unterhalten und da reichte es schon, dass ich gesagt habe, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Also es ändert sich und man hat sich gegenseitig heute Abend auch schon gefragt, und kommst du aus Niederhöchstadt? Ja, bin zugezogen, und ich wurde gefragt, wie ich hier angekommen bin. Also ihr müsst euch, die mir jetzt heute schon diese Frage gestellt haben, nicht schlecht fühlen, jetzt in dem Moment, dass ihr euch ertappt fühlt. Und eigentlich habe sie das auch gefragt. Es ist was anderes gewesen heute Abend. Und es ist was anderes gewesen, dass ich das als kleines Kind schon gefragt wurde und dass die Antwort, die ich gab, einfach nicht reichte. Und schnell hatte ich raus, dass die Antwort eigentlich beinhaltete, dass ich sagen musste, wo meine Eltern herkommen, wo meine Eltern geboren worden sind. Und das gab dann eben meinem Gegenüber, aha, da die Zufriedenheit, dass man doch irgendwie dann erkannt hatte, woher denn jetzt eigentlich die Hautfarbe und das Aussehen kamen. Und so wie mir geht es vielen anderen Menschen auch in Deutschland. Und dazu würde ich euch gerne einen kleinen Trailer zeigen, der so ein bisschen nochmal auch zeigt, wie es Menschen in Deutschland geht, die diese Frage auch alltäglich gestellt bekommen und vielleicht sich auch in gewissen Situationen ohnmächtig fühlen. Eine Dokumentation, die letzte Woche in Dreisat erschienen ist. Dreisat klingt jetzt erstmal auf mich erstmal nicht so cool, aber ist eine gute Doku, die ich sehr empfehlen kann. Wir schauen mal in die ersten 2 Minuten rein. Woran liegt das eigentlich, dass man als People of Color, als Mensch mit dunkler Hautfarbe, als Kind als süß wahrgenommen wird und als Erwachsener, besonders als erwachsener Mann, auf einmal als gefährlich? Als farbige Frau in Deutschland habe ich häufig das Gefühl, Erwartungen übertreffen zu müssen, um als gleichwertig wahrgenommen zu werden. Wenn sich Leute vor dir aufbäumen und du bist allein und die sind zu viert und die wollen dir physisch was antun, dann ist das eine Realität. Und das vergisst man auch nicht. Egal, ob es 1 Million andere gibt, die das nie tun würden.
aber das ist einfach eine Realität und das kam in meinem Leben schon ein paar Mal vor. In Europa sind schwarze Menschen eine Minderheit, die täglich Rassismus ausgesetzt ist. Das Ausmaß von rassistischer Diskriminierung war mir tatsächlich nicht bewusst, bis ich ein schwarzes Kind hatte. Und das Hauptproblem meines Erachtens nach ist der latente, unbewusste, nonverbale Rassismus, diese Mikroaggression, dieses Kollektiv, dieses Mindset, wo du halt spürst, du gehörst irgendwie nicht mit dazu. Als Studentin oder Schülerin bin ich häufig ungefragt für die Reinigungskraft gehalten worden. Das ärgert mich. Schwarze Menschen als Deutsche anzusehen, fällt vielen noch immer schwer. Deutsch sein und schwarz sein geht meines Erachtens auch heute in den meisten Köpfen von weißen Deutschen nicht zusammen. Wir sind alle rassistisch sozialisiert und auch meine linksliberal geprägte Familie ist davon nicht ausgenommen. Wir sind heute endlich so weit, dass wir darüber reden können, dass es um eine Prägung geht, die über Jahrhunderte entstanden ist und die, glaube ich, in jedem von uns, auch in mir steckt, ob wir wollen oder nicht. Warum bekommen Schwarze noch immer die Frage gestellt, woher kommst du eigentlich? Fremd im eigenen Land. Dieses ungute Gefühl führte sich fort in meinem Leben, auch und vor allem sogar in der Kirche. Es war nicht nur das Pflaster oder das Make-up oder die Strumpfhose, die es nicht in meinem Hautton gab. Es gab in meinem kirchlichen Umfeld auch keine Menschen, die meinen Hautton hatten. Menschen in kirchlichen Zeitschriften, auf Postern, in Kinderbibeln sahen alle nicht so aus wie ich. Obwohl die Menschen in der Bibel womöglich eher so aussahen wie ich als viele andere hier im Raum. Stattdessen fand ich Menschen, die aussahen wie mich auf Spendenplakaten oder auf Fairtrade-Produkten. Menschen, die Hilfe brauchten und für die wir uns gerne einsetzten und helfen. Ich kann mich schließlich auch bis heute daran erinnern, dass bei mir als Kind besonders oft gesagt wurde, dass Gott alle Kinder lieb hat. Bei den anderen schien das irgendwie selbstverständlich, dass sie geliebt werden vor Gott. Bei mir hat man das sicherheitshalber noch einmal mehr betont. Schwarze, weiße, rote, gelbe, Gott hat sie alle lieb. Es war alles so lieb gemeint. Auch jedes Mal, wenn ich auf Kirchentagen auf Englisch angesprochen wurde, noch bevor ich überhaupt richtig gut Englisch sprach. Nach 2015 wurde ich dann zusätzlich auf dem Kirchentag zweimal nach meinem Status gefragt, weil man mich loben wollte für mein gutes Deutsch. Wenn die Deutsch spricht, dann kann die ja nicht zu der ökumenischen Delegation da aus dem Ausland gehören. Dann bleibt eigentlich nur noch Flüchtling. Das sind so Momente, in denen war ich nicht nur ohnmächtig, sondern auch völlig perplex und ich musste erst mal selber verstehen, was mir da eigentlich gerade für eine Frage gestellt wurde. Ich habe zuerst an so einen Facebook-Beziehungsstatus oder so gedacht, bis ich darauf kam, mein Aufenthaltsstatus. Das waren interessante Begebenheiten. In der Jugend schon fing es an, in der kirchlichen Jugendarbeit. Da hat man sich gerne mit mir geschmückt. Wir haben auch Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Jugend. Ich wusste schon lange, dass mich diese Bezeichnung auf mich bezogen irgendwie stört. Mir war es unangenehm. Aber ich habe es jahrelang über mich ergehen lassen, so bezeichnet zu werden von Leuten, die es doch schließlich gut mit mir meinten. Die es für was Besonderes hielten. Daher habe ich mich auch nicht getraut, es anzusprechen. Ich war weiter ohnmächtig. In der Kirche meinte man es ja wirklich gut. Und im Internet konnte ich ja auch nachlesen, dass Migrationshintergrund auf mich zutraf, weil ich ja schließlich einen Elternteil habe, der nicht in Deutschland geboren wurde.
Da halfen auch nicht meine guten Manieren, mein Abitur, mein deutscher Pass mit Geburtsort Oberhausen, meine Ordination in der evangelischen Kirche im Rheinland, Interesse an deutschem Kulturgut von Goethe über Pommes Schranke bis hin zu Helene Fischer, später dann unser Eigenheim im Spießerviertel, ein weißer Ehemann, zwei weiße Kinder, wobei bei meinem Sohn ist man sich noch nicht ganz so sicher, ein überproportionaler Hang und Eifer zur Effektivität, fundiertes Wissen über die NS-Zeit und mein ordentlicher Ruhrpott-Dialekt. Ich liebte als Kind Bratkartoffeln mit Rahmspinat, verbrachte meine Sommer an der holländischen Nordseeküste, habe echte Bergleute in meiner Familie, so ist das im Ruhrgebiet, trank Sprudelwasser aus ausgewaschenen Senfgläsern und schaute gern die Sendung mit der Maus, den lila Launebär und später Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Wo war da eigentlich jetzt mein Migrationshintergrund? Evangelische Taufe, katholischer Kindergarten, Kindergottesdienst, den sogar mein eigener Opa hielt, Vorschule, Schule, Montessori-Gymnasium, Konfirmation, ehrenamtliches Engagement in der evangelischen Jugend, Freiwilligendienst mit der Vereinten Evangelischen Mission in Tansania, CVM-Kolleg, Uni, Nebenjobs, christliche Wohngemeinschaften. Wenn es den deutsch-christlichen Lebenslauf gäbe, ich würde viele Kriterien erfüllen, um ihn zu bekommen. Aber eins fehlt. Ich bin nicht weiß. Und weil es Begrifflichkeiten wie People of Color noch nicht gab und nicht weiß, so klingt, als ob mir irgendwas fehlen würde, gab es einfach die Formulierung Migrationshintergrund. Um deutlich zu machen, was eh alle sahen, obwohl wir häufig gleichzeitig beteuerten, dass wir eigentlich keine Hautfarbe sehen, weil Gott ja alle Menschen gleich lieb hat. Und dann wiederum, wenn ein Gemeindefoto gemacht wird, ich doch noch mal mit aufs Bild soll, um so ein bisschen Farbe reinzubringen. Es ist irgendwie ziemlich kompliziert. Vor allem für Menschen, die in der Kirche vermittelt bekommen, hier sind alle willkommen. Und hier sind die Menschen alle auch ein bisschen besser und ein bisschen netter als in der Welt da draußen. Ich habe selbst früher gepredigt und geglaubt, dass wir hier alle noch so ein bisschen besser unterwegs sind. Ich glaube auch noch, dass wir die Voraussetzungen dafür haben oder hätten. Und an manchen Stellen trifft das vielleicht auch zu, aber das Ganze beinhaltet auch eine ziemlich große Gefahr. Menschen fühlen sich besonders sicher vor Diskriminierung und ihnen wird vermittelt, hier meinen es alle gut und Gott liebt wirklich alle Menschen gleich. Aber was ist, wenn dann jemand ausgegrenzt wird? Das kann ja dann eigentlich nicht sein. Sagen ja schließlich alle, dass hier ein sicherer Ort ist. Kirche ist vor allem für heteronormative, weiße Mittelschichtsmenschen ein Safe Space. Denn als sich jemand als homosexuell outete oder jemand Ehebruch beging oder jemand Übergriffe offen ansprach, waren diese Menschen plötzlich doch nicht mehr so willkommen wie vorher. Sie wurden zu Gebetsanliegen, SünderInnen, Störenfriede. Es gibt viele Menschen, die sich aufgrund ganz unterschiedlicher Erfahrungen auch in der Kirche ohnmächtig gefühlt haben oder auch fühlen. Menschen, die ohnmächtig gemacht wurden. Vielleicht denkst du da gerade auch an jemand Bestimmten oder auch an dich selbst. Dir gehen Erfahrungen durch den Kopf. Bei einer Bibelarbeit zur kananäischen Frau habe ich erst gemerkt, wie sehr das in mir drin steckt. Das Gefühl, doch nicht so ganz dazu zu gehören. Mich ohnmächtig zu fühlen, selbst vor Jesus selber. Kananäische Frau, das ist die Frau, die zu Jesus kommt und um Heilung bittet für ihr Kind. Und Jesus sie erstmal abweist und sagt, nee, du, bin ich nicht zuständig. Du gehörst nicht zum auserwählten Volk. Und diese Frau, die ließ nicht locker. Und am Ende lässt Jesus sich dann doch breitschlagen und heilt ihr Kind. Eine Bibelstelle, über die ich mich an viele Diskussionen schon auf Jugendfreizeiten erinnere, die zum Anecken einlädt. Diese besagte Bibelarbeit war in Form eines Bibliologs.
Wir mussten uns abwechselnd in verschiedene Rollen versetzen. Mal waren wir der sture Jesus selber, dann waren wir die JüngerInnen oder die umstehenden Leute, die versucht haben, sich für die Frau einzusetzen. Und mal waren wir die Frau. Mit wem würdest du dich am ehesten identifizieren aus dieser Geschichte? Diese Frage bekamen wir am Ende gestellt. In der Runde waren wir zusammen mit 6 weißen Menschen und 6 People of Color, also Menschen, die nicht weiß und von Rassismus betroffen sind. Es stellte sich am Ende heraus, dass alle People of Color in der Runde sich mit der Frau identifizierten und alle Weißen mit den umstehenden Leuten oder mit den JüngerInnen. Die weißen Menschen, die waren so sehr davon überzeugt, dass sie definitiv zu den zählen, die bereits dazugehörten, obwohl das aus heutiger christlicher Perspektive absoluter Quatsch ist in dieser Geschichte, weil ChristInnen auch nicht zu dem erwählten Volk Israel zählen würden, zumindest in dieser Geschichte eben auch nicht. Aber trotzdem war der Drang da, wir gehören definitiv zur Mehrheit. Wir gehören zu denen, die sich sicher sein können, dazuzugehören. Unsere Kinder würden geheilt werden. Und die People of Color, die hatten alle so sehr in sich drin, dass sie die Person sind, die sich erst ihr Recht und die Zugehörigkeit erkämpfen müsste. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich aber immer gedacht, dass sich alle Menschen um mich herum mit der Frau identifizieren. Ich hatte ja nie, wenn ich gepredigt habe, danach gefragt, mit wem sich die Menschen eigentlich identifizieren können. Ich habe jahrelang so getan, als ob wir alle die Frau wären. Dabei haben sich nie alle als Frau gefühlt. Manch andere vielleicht schon, die sich auch manchmal ausgegrenzt fühlen, die Diskriminierungserfahrungen machen mussten im Leben. So war das aber alles eigentlich überhaupt nicht gedacht mit der Kirche und mit unserer christlichen Gemeinschaft auch überhaupt nicht. Und deshalb habe ich auch trotz aller existierender Ohnmacht ziemlich große Hoffnung für die Kirche. Ganz zentral im christlichen wie auch schon im jüdischen Glauben steht die Überzeugung von der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen und der dadurch nie verlierenden Würde. In Genesis 1 steht, Gott schuf Adam und Eva. Beide hatten weder eine Nationalität noch eine Herkunft oder eine Hautfarbe. Sie waren keine ÄgypterInnen, sie waren keine HebräerInnen. Adam bedeutet Mensch und Eva bedeutet die Lebensschenkende. Viel mehr erfahren wir eigentlich gar nicht von den beiden. Als Gott sich selbst dann im ersten Gebot der 10 Gebote vorstellt, wird deutlich, dass Menschen, die von Diskriminierung und Ausgrenzung bedroht sind, sich besonderen Schutzes sicher sein können. In Exodus 20, 2 steht, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Der Fokus liegt auf den Schutz für Fremde und Unterdrückte. Und das zieht sich durch die gesamte hebräische Bibel. Von den Gesetzen bis hin zu den Propheten sieht Gott sich als befreiende Kraft und fordert uns gleichzeitig heraus, dies auch zu tun. Und Jesus knüpft daran an. In der Bergpredigt, wie auch im Gleichnis vom Weltgericht, wird deutlich, wo sich Gott uns als Christinnen in dieser Welt sieht. An der Seite derer, die gesellschaftlich ausgegrenzt werden, die hinten anstehen, die so oft nicht gesehen werden, die sich wie die Frau fühlen. Gott kam schließlich selbst als Person of Color auf diese Erde. Noch bevor sich Menschen ausgedacht haben, dass Person of Color oder People of Color minderwertig sind, war Jesus historisch gesehen nicht weiß. Er war Jude aus Nazareth. Und nicht Hipster aus Berlin-Kreuzberg, wie er mir manchmal in irgendwelchen Filmen begegnet. Und Jesus ging nicht nur auf Menschen zu, die am Rande der Gesellschaft standen, sondern er eckte auch an, um gesellschaftliche Missstände aufzudecken, darauf hinzuweisen. Außerdem war sein eigenes Leben geprägt von der Verwundbarkeit.
von der Verwundbarkeit eines Neugeborenen in der Krippe, der Flucht nach Ägypten und davon, als Menschensohn keinen festen Ort zu haben. Und im Kreuz solidarisiert sich Jesus mit den Leidenden dieser Welt. In seinem Buch Das Kreuz und der Lynchbaum geht der afroamerikanische Theologe James Cone auf diesen Befreiungsaspekt des Evangeliums in besonderer Weise ein. Lohnt sich zu lesen. Diese grenzüberschreitende Nächstenliebe und die Aufforderung für Gerechtigkeit als biblisches Leitmotiv, die werden nicht nur an Christus deutlich, sondern ziehen sich wie so ein roter Band, wie so ein rotes Band durch beide Teile der Bibel. Und dann entstanden die ersten Gemeinden und Paulus warnt vor Spaltung. In seinen Briefen an die Gemeinden spricht er deutlich die Streitpunkte an. Es war klar, dass es schwierig wird, wenn so unterschiedlich geprägte Menschen zusammenkommen. Es wird aber auch deutlich, dass diese unterschiedlichen Menschen eine Gemeinde sein sollten. Es war nie so gedacht, dass eine weiße Gemeinde sonntags morgens um 10 Uhr Gottesdienst feiert und eine afrikanische Gemeinde sonntags nachmittags um 15 Uhr. Genug Zeit, damit man sich nicht in die Quere kommt und damit man sich auch nicht sieht, keine Begegnungspunkte hat. Jeder hat seine eigene Kultur und Ruhe ist. So schien das nicht gedacht zu sein. Kirche war nie monokulturell gedacht. Kirche war immer so gedacht, dass Menschen, ganz unterschiedliche Menschen miteinander zusammenkommen. Wenn es in Galater 3, 28 heißt, dass hier weder Freie noch Sklaven oder Juden noch Griechen seien, sondern wir alle eins sind in Christus, dann meint das, dass die Unterschiedlichkeit von Menschen keine Trennung, sondern eine Bereicherung ist. Außerdem überwindet Paulus damit die Definitionsmacht über andere. Menschengemachte Machtverhältnisse, die werden vollkommen aufgehoben. Die zählen nicht mehr. Das ist doch toll, diese Vorstellung. Und weil ich das alles in der Bibel lese, glaube ich an eine Kirche und bin auch aus meiner Ohnmacht rausgekommen. Weil ich glaube, dass meine Sicht der Dinge, so wie ich die Bibel verstehe, richtig ist. Und ich glaube, dass das Gehör finden muss. Das treibt mich an. Jeden Morgen und jeden Abend und nie wieder darüber zu schweigen und mich ohnmächtig zu fühlen. Und es hat sich in den letzten Jahrzehnten auch wirklich einiges verändert und getan. Gesellschaftlich, aber auch in der Kirche in Bezug auf Menschen, die sich durch Diskriminierung ohnmächtig fühlen. Wäre ich, wie eine Generation vor mir, in den 1950er Jahren geboren worden, dann wäre ich als sogenanntes Besatzungskind vielleicht ins Ausland adoptiert worden. Dies ist mit Kindern passiert, die ein weißes und ein schwarzes Elternteil hatten. Besatzungskind, weil das schwarze Elternteil meistens schwarze Soldaten aus den USA waren. Meine Eltern hätten nicht heiraten können oder so zusammenleben dürfen. Heute reden wir auf allen sämtlichen kirchlichen Ebenen über Rassismus und stellen fest, wie weiß unsere Kirchen im Gegensatz zu unserer Gesellschaft ist. Was augenscheinlich irgendwie schon lange klar ist, dass ich ganz unterschiedliche Menschen sehe, wenn ich bei uns im Ruhrgebiet durch die Innenstadt laufe und wenn ich kirchliche Veranstaltungen besuche. Da ist eine Diskrepanz. Das sind andere Menschen, die ich in der Kirche häufig treffe. Kirche fragt sich das neuerdings selbstkritisch, woran das liegen könnte. Auch wenn es ein langer Weg ist, es ist toll, dass diese Fragen Gehör finden. In den 1990er Jahren wäre es zum Beispiel auch noch undenkbar gewesen, dass ein schwules Ehepaar im Pfarrhaus lebt. 2017 hat der Bundestag die Ehe für alle verabschiedet und in manchen Landeskirchen gab es schon lange vorher gleichgeschlechtliche Trauungen. Und letzten Monat wurde erstmals eine Transgender-Person Bischof in der lutherischen Kirche in den USA. Und Papst Franziskus ist der erste gebürtige Nicht-Europäer im Papstamt seit dem 8. Jahrhundert. Das war alles nur möglich, weil es auch in der Kirche Menschen gab, die sich nicht länger ohnmächtig gefühlt haben.
Bei den weltweiten Protestbewegungen Black Lives Matter, Me Too und Fridays for Future gingen zahlreiche ChristInnen mit auf die Straße, weil sie aus ihrem Glauben heraus davon überzeugt waren, das Richtige zu tun. All diese Krisen, dahinter haben Menschen angespornt, selbstbestimmt und selbstbewusst ihre Stimme zu erheben und auf die Straße zu gehen. Sowas alles gibt mir neue Hoffnung, nicht länger ohnmächtig zu sein, sondern selbstbestimmt diese Gesellschaft und auch diese Kirche mitgestalten zu können. Menschen begegnen mir heute mit einer völlig anderen Sensibilität. Ja, manche fühlen sich auch eingeschüchtert und trauen sich, nichts mehr zu sagen. Aber A, ist diese Angst doch häufig nicht originär, weil das Menschen sind, die sich doch an vielen Stellen sehr viel trauen, noch zu sagen und auch Gehör finden. Und B, ermutige ich aber auch gerne, sprechen zu üben. Und das tun wir auch zum Beispiel in unseren Bildungsveranstaltungen. Das tun wir vielleicht auch heute Abend hier. Sprechen üben. Ich selbst bin das beste Beispiel dafür, dass ich lernfähig bin. Ich war nicht nur ohnmächtig, sondern ich habe auch selber ganz schön viel dazu beigetragen, dass die Welt so gesehen wird, wie sie gesehen wird. Meine Rundbriefe über mein Freiwilligenjahr in Tansania zum Beispiel. Meine Güte, die waren ganz schön voll von Stereotypen und von Vorurteilen über Menschen in Tansania. Und ich habe so einiges an kolonialem Denken aufrechterhalten damit. Ich bin nur immer froh, dass es zu der Zeit noch kein Social Media gab und man das nicht auf Instagram oder YouTube noch nachverfolgen könnte. Wenn man heute meinen Namen googelt, dann könnte man meinen, ich wäre schon so kritisch und reflektiert auf die Welt gefallen. Das ist überhaupt nicht die Wahrheit, aber es ist ja irgendwie auch, tut mir auch gut. Ich bin mir ganz sicher, dass sich unsere Gesellschaft und auch unsere Kirche weiter und noch schneller weiterentwickeln wird. Mehr noch als in den letzten Jahrzehnten. Allein, dass wir uns so intensiv mit Rassismus auseinandersetzen, das wird einen Unterschied machen. Ich bin mir sicher, dass die vielfältigen Repräsentationen von Menschen, Familienformen und Normen im Kinderzimmer meiner Kinder einen Unterschied machen werden in ihrem Bewusstsein als erwachsene Personen. Kai hat das gerade schon mit seiner Tochter angesprochen, dass in jüngeren Generationen ändert sich ein Bewusstsein. Jüngere Menschen und noch ganz kleine Menschen nehmen die Welt ganz anders wahr. Für meine Tochter wird die weiße Mittelschichtsfamilie bestehend aus Mutter, Vater und zwei Kindern mit einem Vorgarten hoffentlich nicht mehr das einzige Normal sein. Es wird hoffentlich vieles normal sein, viel mehr als in meinem Kinderkopf. Ich saß letztens zum Beispiel mit meiner Tochter im Auto und wir hörten die musikalische Lesung »Das Leben ist nicht schwarz-weiß« von Judy Bailey und Patrick DePoole. Kann ich übrigens sehr empfehlen, »Das Leben ist nicht schwarz-weiß«. Kann man auf Spotify hören oder als Buch kaufen, noch besser. Oder sogar in die Gemeinde einladen, die machen dann so einen Lesungsabend hier. Aber jetzt der Werbeblock beiseite. In einem Stück jedenfalls ging es darum, dass unsere eurozentrische bzw. deutsche Sicht uns beigebracht hat, dass der Hund Wau-Wau macht. In anderen Teilen der Welt macht der Hund allerdings Ham-Ham, Hong-Hong oder Gaff-Gaff. Und meine Tochter, die fand das total interessant und realisierte mit nur 5 Jahren, dass es nur unsere Interpretation des Hundes ist und die Wahrheit alleine bei dem Hund wahrscheinlich liegt. Sie wurde in dem Moment auf die Spur gebracht, dass der eigene Horizont nicht die ganze Welt erklärt, sondern nur die eigene Welt erklärt. Ich hingegen musste 20 Jahre alt werden, um nach Tansania zu gehen, um zu entdecken, dass das Normal des Hundes und auch von vielen anderen Dingen gar nicht das Normal ist, sondern unsere Interpretation der Welt. Sie schien mir in dem Moment 15 Jahre voraus zu sein. Und Dinge bereits in ihrem Kinderkopf direkt anders zu lernen und diese Dinge vielleicht nicht irgendwann schwermütig verlernen zu müssen. Ich hingegen muss ständig vieles verlernen, was ich einzig als normal und richtig beigebracht bekommen habe. Und das nicht, weil ich besonders engstirnig erzogen wurde, gar nicht, sondern weil die Gesellschaft in den 80er und 90er Jahren einfach noch ganz anders tickte. Das Normal
hat mich manchmal nicht nur ohnmächtig gemacht, sondern mich manchmal auch richtig gelähmt. Daher ist es ein lebenslanger Prozess, vieles Normale nicht mehr als einzige Wahrheit zu sehen oder als Standard an dem zu messen, was wir als normal empfinden. Diese kleine Begebenheit auf einer längeren Autofahrt, die stimmte mich unglaublich hoffnungsvoll, dass wir die nachfolgende Generation in einem Ausmaß prägen können, wie es uns kaum vorstellbar ist. Dadurch verändern wir so viel mehr, als wir manchmal meinen, verändern zu können. Wir tragen dazu bei, dass nicht nur wir nicht mehr ohnmächtig sein müssen oder unsere nachfolgende Generation nicht nur ohnmächtig, also nicht ohnmächtig sein wird, sondern wir legen der nachfolgenden Generation bereits die Weichen so, dass sie gleich mit einer viel größeren Sensibilität durch die Welt laufen und viele ohnmächtige Situationen ihnen erspart bleiben werden. Ich habe mich häufig auch ohnmächtig gefühlt, weil ich keine Repräsentationspersonen hatte. Menschen, die in der Kirche so aussahen wie ich. Rassismus gab es bei uns nicht und für meine Gefühle gab es keine Worte und nur sehr wenig Verständnis. Und irgendwann fing ich an, Texte von schwarzen Menschen in weißen Mehrheitsgesellschaften zu lesen. Und es war ein Wow, mir geht's gar nicht nur alleine so. Das war definitiv der Moment in meiner Ohnmacht, wo sie knallhart gebrochen wurde. Und so fing ich an, diese Bücher zu verschlingen und mich in Menschen wiederzufinden. Endlich! Das kannte ich mein ganzes Leben nicht. Das war etwas völlig Neues für mich, mit Mitte 20. Auch wenn diese Menschen alle nicht aus der Kirche kamen und keine ChristInnen waren, beschrieben sie meine Lebenswirklichkeit so sehr, als ob sie mein ganzes Umfeld kennen würden. Das hat mich selbstbestimmt werden lassen. Solche Menschen brauchen wir auch in der Kirche. Menschen, die eine Perspektive aufzeigen, die für viele unsichtbar ist. Menschen, die uns Worte geben, wenn wir selbst keine haben. Die direkt in unsere Gefühlswelt sprechen, die wir selbst gar nicht verbalisieren können. Wir brauchen Menschen, die so dazu beitragen, dass wirklich alle willkommen sind. Dass Menschen sich sicher fühlen können, nicht ohnmächtig fühlen in unserer Gemeinschaft. Und das ist möglich. Und den Glauben daran, den will ich nie verlieren. Und die indische Aktivistin und Schriftstellerin Arundhati Roy, das Zitat haben wir gerade schon gehört und das möchte ich noch einmal am Ende vorlesen. Eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist auf dem Weg. Vielleicht werden viele von uns nicht hier sein, um sie zu begrüßen. Aber an einem ruhigen Tag, wenn ich ganz genau hinhöre, dann kann ich sie atmen hören. Ich kann sie atmen hören, seitdem ich mich nicht mehr ohnmächtig fühle. Und selbst in Momenten, in denen ich mich dennoch manchmal ohnmächtig fühle, halte ich mich an Menschen, die sie auch atmen hören können und mir damit gut tun. Diesen Atem würde ich auch als Lebensatem der Kirche bezeichnen. Lebensatem, der die Kirche nicht sterben lässt, der uns nicht sterben lässt, der uns antreibt und uns aufrecht und selbstbestimmt durchs Leben gehen lässt. Amen. Wow, Sarah. Sehr, sehr viele Fragen. Zieh dich warm an. Wir wechseln mal die Seiten, ja. Denn wir haben eine Regel bei uns, dass man nicht länger als eine Minute sprechen darf, um die Frage zu beantworten. Erstmal ein kleines Lob an dich. Cooler und interessanter Beitrag, liebe Sarah. Danke. Dann, du bist eine coole Socke. Das tut gut, wenn sowas jetzt zuerst kommt. Danke. Darf man das eigentlich sagen? Du bist eine coole Socke? Ja. Okay, gut. Also da kamen viele Fragen, die einfach eine große Verunsicherung zeigen, aber dazu kommen wir nachher noch. Ein paar praktische Fragen. Was hältst du von der Diskussion betreffend der Darstellung der Heiligen Drei Könige? Ja, ist eigentlich eine ganz praktische Frage. Ne? Ist vor allem ein großes Thema in der katholischen Kirche beim Sternsingen, wenn ein Kind immer schwarz angemalt wird. Genau.
dass es schon, wird aber auch nicht mehr so sehr, so häufig so betrieben, ist aber schon problematisch, weil es zum einen schwarze Kinder selber auch sein könnten und umgekehrt passiert es halt nie. Also es malen sich nie schwarze Menschen weiß an und das ist schon eine Aneignung eines Schwarzseins, was man sich hinterher auch abwaschen kann. Das ist die Minute, das haben wir schon versäumt. Ne? Also ist problematisch und hat auch eine Geschichte, auch wo das herkommt mit dem schwarzen König aus den Niederlanden, eine sehr rassistische Tradition auch, die eher problematisch ist und diese drei Weisen aus dem Morgenland auch sehr exotisiert dargestellt werden, wie es in der Bibel eigentlich nicht so ist, sondern okay, das auch durch die Historie einfach entstanden ist. Es hat eine problematische, eine koloniale Geschichte und du würdest da sehr viel vorsichtiger, ja, damit umgehen. Super. Vielen Dank. Die nächste Frage ist, wie würdest du den Brot für die Weltkalender gestalten, von den Fotos her? Mit Menschen in Würde. Aber Brot für die Welt, muss ich auch sagen, hat auch viel dazugelernt in den letzten Jahren. Also, dass es sehr viel diese orangenen Plakate mit nur noch Schlagzeilen gibt und wenig Menschen. Bei uns bei der VEM ist es so, dass wir nur noch Menschen in Würde ablichten. Unser Fundraising-Berater uns aber gesagt hat, dass damit unser Spendeneinkommen um ein Drittel einbrechen wird. Das können wir uns bei der VEM leisten, weil wir nicht ausschließlich von Spenden abhängig sind. Aber das kann sich auch nicht jede Hilfsorganisation leisten, weil Spenden brechen tatsächlich ein, wenn man Menschen nur noch in Würde zeigt und Menschen auf Augenhöhe zeigt. Dass auch schwarze Menschen die Helfenden sein können und nicht nur die Empfangenden. So würde ich vor allem so einen Kalender gestalten, aber Brot für die Welt macht das jetzt auch nicht so schlecht. Okay, super, vielen Dank. Wir lassen das mit dem und Damien, kannst du jeweils eine Minute abchecken und mir dann sagen, ich glaube, das ist sonst ein bisschen zu unruhig für euch, wenn ihr das mitbekommt. Ich möchte meine Kinder für das Thema Rassismus sensibilisieren. Ich möchte ihnen aber trotzdem Bücher vorlesen, die ich als Kind lieb gewonnen habe und die jetzt als rassistisch gelten und zum Teil gesehen werden. Zum Beispiel Pippi Langstrumpf und Jim Knopf. Wie kann das gelingen? Pippi Langstrumpf, das ist so eine Klassikerfrage. Ne? Also ich frage dann immer gerne zurück, warum hängen wir eigentlich so sehr an Pippi Langstrumpf zum Beispiel? Ich bleibe jetzt mal kurz bei einer Minute ausschließlich bei Pippi Langstrumpf. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir das mit unserer eigenen Kindheit romantisieren. Ich habe auch als Kind Pippi Langstrumpf vorgelesen bekommen. Und ich fand das toll, so ein starkes Mädchen, da gibt es ganz viel Positives. Aber bei meiner eigenen Tochter frage ich mich manchmal bei ihrem Selbstbewusstsein, was sie hat. Ist das überhaupt noch zeitgemäß, dass Kinder so eine Pippi gerade brauchen? Gerade kleine Mädchen als Vorbild, um ein starkes Mädchen zu sein, hat sich unsere Gesellschaft nicht ohnehin so verändert, dass sie genug andere starke Frauen als Repräsentationsfiguren haben. Und ja, also dieses Hängen gerade so an Pippi Langstrumpf ist so, in Pippi Langstrumpf gibt es halt so offensichtlich rassistische Darstellungen. Es ist nicht nur, dass der Papa König von Takatuka-Land ist und über Schwarze herrscht als weißer Mann. Es ist auch, dass Astrid Lindgren wirklich, ist die Minute vorbei? dass Astrid Lindgren wirklich auch Dinge aus der Kolonialzeit auch verbal eingearbeitet hat. Also es ist viel mehr als das, was so in den Schlagzeilen ist. Und das prägt unsere Kinder. Und ich glaube einfach, dass es viele andere Mädchen gibt, die Repräsentationsfiguren sein können für kleine Kinder, um starke Kinder stark zu machen. Also viele Fragen gingen in die gleiche Richtung. Wie schaffe ich eine willkommene Atmosphäre für People of Color in einer hauptsächlich weiß geprägten Kirchengemeinde? Ich glaube, in denen man Menschen zuhört, ihnen Raum gibt und auch die Perspektive schwarzer Menschen einfach mal stehen lässt, ohne gleich irgendwas rechtfertigen zu wollen. Dass man Gefühle von Ausgrenzung und Diskriminierung einfach auch als echte Gefühle wahrnimmt und sagt, ja, ist blöd, habe ich gerade keine Lösung für. Wir sprechen ja auch von einem 500 Jahren alten Konstrukt von Rassismus, ist ja nicht erst vorgestern entstanden. Das kann ich auch nicht einfach lösen. Und das einfach mal auszuhalten, glaube ich, wäre schon ein wichtiger Schritt. Dankeschön. Was kann, muss die Kirche tun, um diese kolonialistischen und rassistischen Realitäten zu begegnen? In einer Minute.
habe nicht gesagt, dass Kirche es leicht wird. Kirche muss sich, glaube ich, viel mehr damit auseinandersetzen, auch ihre eigenen Anteile zu sehen in der Geschichte und auch in der Gegenwart. Die Überrepräsentation von weißen Menschen, auch in der Weltkirche, ist ein Problem, weil die weltweite Christenheit besteht zu 70% aus People of Color und zu 30% aus weißen Menschen, schätzungsweise. Und dennoch liegt die Dominanz in weißer Hand. Und das Problem erstmal zu erkennen und zu sehen und dann auch daraus Schlussfolgerungen zu führen, dass auch die Kolonialzeit bis heute Auswirkungen auf uns hat, das wäre, glaube ich, ein erster Schritt. Nicht so leicht, aber in einer Minute. Du hast schon gesagt, dass die Bücher von anderen People of Color für dich wichtig waren. Was hat dir sonst noch geholfen, aus der Ohnmacht rauszukommen? Ja, und es sind nicht nur Bücher, es sind auch Podcasts oder auch Social-Media-Kanälen, wo ich Menschen begegne, die Worte für das finden, was ich empfinde. Es sind aber auch Menschen, die meine Gefühlswelt nicht negieren, sondern auch ernst nehmen und sich das anhören und aushalten und auch das selbst keine Lösung haben zu können, auch mit aushalten und mittragen und zu würdigen. Haben deine Kinder immer noch damit zu kämpfen, trotz Entwicklung der letzten Jahre mit Rassismus? Meine Kinder selber weiß ich gar nicht, ob die People of Color sind. Ich habe einen weißen Mann. Und ob unsere Kinder wirklich als People of Color gesehen werden, das weiß ich gar nicht. Da gehen Menschen mal von aus, dass meine Kinder auch von Rassismus betroffen sind. Sind sie sicherlich auch in einer gewissen Art und Weise, nämlich wenn sie mit mir gesehen werden. Da gab es auch schon einige Vorfälle, auch im Kindergarten, die schwierig waren, wo mir Erzieherinnen erzählen wollten, wie man in Deutschland Kinder erzieht. Und was meine Kinder schon auch mitkriegen an manchen Stellen, was schwierig ist, aber was nur zeigt, wie allgegenwärtig auch noch Vorurteile gegenüber schwarzen Menschen in Deutschland herrschen. Es sind einige Fragen, die in Richtung Hilflosigkeit gehen. Also wie macht man es jetzt richtig? Ich bin doch interessiert daran, woher du kommst, wenn ich einfach diese Frage stelle, woher kommst du? Und dann nochmal, woher kommst du wirklich? Also hilf uns, wie können wir damit umgehen? Was ist die richtige Frage? Wie kann man da sensibel sein? Also ich habe ja gerade schon von so ein paar Gesprächen hier vorher erzählt. Wenn wir uns hier begegnen und Leute fragen, woher kommst du, habe ich das gar nicht so aufgefasst, dass ich von außerhalb von Deutschland komme, sondern aus welchem Teil aus Deutschland kommst du? Und das war auch, glaube ich, die Intention der Fragen. Und so kann man sich ja begegnen. Und wenn ich diese Antwort gebe, dass dann auf Zufriedenheit stößt, dann ist das ja erstmal so okay. Aber weiße Menschen wollen halt häufig dann ja was hören, was meine Eltern betrifft. Und da frage ich mich, manchmal ist das nicht eine Frage, die im ersten Moment auch Grenzen überschreiten kann. Weil es vielleicht auch gleich andere Fragen aufwirft, die ich gar nicht so richtig unter Kontrolle habe. Also wenn ich dich jetzt nach deinen Eltern frage, weiß ich ja gar nicht, steckt da eine problematische Geschichte hinter? Sind deine Eltern verheiratet? Leben sie noch? Was auch immer. Und damit kann ich gleich was aufreißen, was ich nicht unter Kontrolle habe. Und das passiert bei der Frage, woher kommst du, glaube ich, auch häufig. Vielleicht hake ich da nochmal nach. Ja. Ich bin in Indonesien geboren, habe 16 Jahre dort gelebt, spreche immer noch nicht wie ein echter Deutscher. Also, und das war am Anfang sehr anders. Von daher, wenn ich angefangen habe, meinen Mund zu öffnen, haben die Leute immer nachgefragt, woher kommst du eigentlich wirklich? Ich fand das nie schlimm, so gefragt zu werden. Liegt es daran, dass ich einfach als Weißer unter Weißer diese Frage gestellt bekommen habe und deswegen, ich konnte ja damit angeben, dass ich aus Indonesien komme. Ich glaube auch, dass das die... dass das der Unterschied ist, dass du auch, ich weiß jetzt nicht, warum du in Indonesien warst, aber es hat ja wahrscheinlich auch eher was mit einem, die Frage, ich bin mal andersrum, die Frage, die wird mir anders gestellt als dir, weil die Deutungshoheit und die Machtverhältnisse in dieser Welt und auch in einem rassistischen System von Weißen geschaffen worden ist und das immer mit einem Machtgefälle einhergeht, dass dir wird das anders gestellt als mir. Die Intention
meinen Menschen manchmal, dass sie gut ist, aber die ist eigentlich nicht gut, ohne dass sie das überhaupt wissen. Also unbewusst ist sie, glaube ich, auch ungut, weil Rassismus so unterbewusst in uns wirkt, dass wir selbst gar nicht merken, dass es vielleicht nicht so gut gemeint ist, wie es eigentlich gemeint war. Okay. Gehen wir ein bisschen zum Thema Glaube rüber. Fühlst du dich rassistisch angesprochen, wenn man nach deinem Glauben fragt? Mir ist mal begegnet bei einem ökumenischen Gottesdienst. Ich bin mit einem Pfarrer, wir hatten beide einen Talar an, standen wir am Kircheingang und die Orgel fing an zu spielen und wir mussten in die Kirche einziehen. Und in dem Moment, kurz bevor die Orgel anfing, wollte dieser Pfarrer mit mir einen Smalltalk anfangen und sagte, sagen Sie mal, was sagen eigentlich Ihre muslimischen Eltern dazu, dass Sie Pfarrerin sind? Und ich so, hä? Der kannte mich überhaupt nicht. Das sind so Momente, in denen ich so perplex bin, dass ich überhaupt nicht weiß, wo ich jetzt anfangen soll, was für eine Antwort ich jetzt geben soll. Und dann fängt die Orgel an zu spielen und ach, reden wir beim Gemeindecafé gleich drüber. Und in dem Moment müssen wir zusammen Gottesdienst halten. Und ja, das sind so Momente, die mir doch häufig, gerade tatsächlich auch im ökumenischen Bereich in Deutschland begegnen, aber ansonsten gar nicht so häufig, weil ich doch ja häufig im kirchlichen Kontext auch auftrete und die meisten Menschen dann auch wahrnehmen, dass ich Christin bin. Die zwei letzten Fragen. Gibt es eine richtige Antwort, warum ausgeschlossen, wie die Frau erst betteln bei Jesus musste? Dachte, Gott liebt jeden. Also diese kananäische Frau, das Beispiel, was du da genommen hast. Warum musste sie erst betteln bei Jesus? Und wie hast du für dich diese Frage beantwortet? Sind nicht alle Menschen bei Gott geliebt? Ja. Das ja jetzt geht ja mehr in die theologische Auslegung dieser Bibelgeschichte. Ne? Genau. Ich finde die Geschichte echt problematisch in vielerlei Hinsicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich da auch wieder die Bibel aus jüdischer Perspektive lese, wird diese Geschichte bekommt ja einen ganz anderen Horizont, als wenn ich sie aus christlicher Perspektive lese. Und ich glaube, dass das eine unglaubliche Chance ist, auch mal die Bibel aus anderen Perspektiven zu lesen. Wir hatten gerade am Anfang ja das ökumenische Perspektive-Beispiel, dass wenn Menschen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf Bibelgeschichten schauen und wir mal nicht nur unsere weiße europäische Perspektive drauf blicken lassen, christliche Perspektive, dann eröffnen sich uns auch ganz andere Türen an biblischen Geschichten, an alten Geschichten, die wir für normal hielten, aber ganz andere Perspektiven auch aufwerfen, wo wir merken, okay, wenn ich die Geschichte aus der Perspektive lese, dann klingt sie ja ganz anders. Und diese Geschichte zu lesen aus der Perspektive von jemandem, die oder der unterdrückt wird, ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit zu sehen, hey, bei Gott bin ich im Endeffekt doch auch anerkannt und geliebt und gleichgeschätzt und auch ich kann Heilung erfahren. Die letzte Frage. Du hast viel über normal gesprochen. Was bedeutet für dich normal an Jesus glauben? Ich glaube, das gibt es nicht. Also, ich finde das Wort normal, das hast du ja jetzt auch schon gemerkt, finde ich in vielerlei Hinsicht ganz problematisch, weil wir ein Verständnis haben von normal. Und das ist sehr eindimensional. Und so normal ist Gott nicht. Häufig nach der Predigt wird gesagt, dass jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Was sagt man denn nachher Predigt? Nein, nein, nein. Und der Frieden Gottes, der höher ist. Der höher ist als all unsere Vernunft. Und genau, höher ist als all unsere Vernunft. Das heißt ja schon, wir glauben an etwas, was höher ist als all unsere Vernunft. Wir glauben an etwas, was überhaupt nicht zu greifen ist, was wir nicht in Worte fassen können, was unser Kopf nicht begreifen kann. Und das zeigt schon, dass normal, was völlig Absurdes ist, weil Gott und an Jesus zu glauben, das ist schon nicht normal. Das übersteigt meine Vorstellungskraft. Und deswegen glaube ich, ist Gott einfach viel größer, als wie wir uns Gott vorstellen können.
Und das übersteigt alles, was ich mit normal eigentlich verbinde. Sarah, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Antworten. Du hast noch zwei, drei Sachen, die du gerne uns vorstellen wolltest. Ja, du hast gerade gesagt, es gibt viel Unsicherheit in den Fragen. Ich bin ja Bildungsreferentin und ich arbeite eigentlich vor allem dafür, dass Menschen sprachfähig werden und sich trauen, auch Fragen zu stellen. Und dazu sind wir mit ein paar Leuten auf dem Weg und das ist auch ein offener Kreis. Es gab einen Studientag im vergangenen Jahr. Wie können wir über Rassismus und weiße Privilegien in der Kirche sprechen? Und dazu gab es eine Dokumentation. Und in diesem Jahr gibt es auch einen zweiten Teil dieses Studientages. Herzliche Einladung, 2. November in Schwerte. Ist ein bisschen weit von hier, aber es gibt auch Übernachtungsmöglichkeiten, um eben auch diese Sprachlosigkeit, diese Unsicherheit vielleicht auch zu überwinden, um Kirche zu gestalten. Ja, wie das Reich Gottes vielleicht gemeint war, wie von dem Reich Gottes, von dem ich heute Abend gesprochen habe. Dazu gibt es eine Dokumentation, die liegt da, die dürfen Sie sich gerne mitnehmen. Genauso wie ein Einblick in unsere Arbeit der Vereinten Evangelischen Mission, hier ein Themenheft gleich vor Gott, wo das Thema Rassismus und Kirche auch aus Asien, Afrika und Deutschland beleuchtet wird. Und da stehen einige Beiträge von KollegInnen von mir drin und auch ein interessantes Poster, das so ein bisschen auch darauf hinweisen will, wer bist du eigentlich, dass du deine Nächsten verurteilst, liegt auch hinten zum Mitnehmen. Und hier in dem, da liegen nicht ganz so viele von, da gibt es ein Poster drin auch, Rassismus überwinden, was kann man eigentlich tun? Das heißt nicht, dass man danach ein Abzeichen bekommt, Antirassistin zu sein, sondern eine kleine Erinnerung sich irgendwo hinhängen kann, um zu sehen, was kann ich eigentlich tun, wenn Rassismus mal wieder auftaucht, wenn Eurozentrismus, Engstirnigkeit in meinem Leben auftaucht, was kann ich tun? Diese drei Broschüren liegen da vorne, die dürfen Sie sich gerne anschauen. Alle so mitnehmen. Ich würde sie sehr ungern wieder mit dem Zug zurücknehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, Sarah. Danke. Und nochmal einen herzlichen Applaus für dich. Danke sehr. Dankeschön.